Jetzt haben wir uns hier getroffen in der Limousine, in der Stretch-Limo von der Honey Club Night. Und ich habe jemanden neben mir sitzen, ja, das ist eigentlich mein Namensvetter. Marlon sitzt hier. Hallo Marlon. Hey, grüß dich Marlon, ne? Sag mal, du bist eigentlich ein Star. Und du bist mit Sicherheit schon öfter in der Stretch-Limo gefahren als ich. Stimmt das? Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin heute das erste Mal wieder seit ganz langer Zeit. Ich bin vielleicht in meinem Leben ein oder zweimal Stretch-Limo gefahren, das war's. Als du das letzte Mal gefahren bist, bist du da mit so viel attraktiven Damen gefahren? Oh, das ist ganz lange her, aber ich würde sagen, heute ist echt mein Glückstag. Also heute ist ja also nach so langer Zeit, ich meine, Was darf er? Ich sage, er darf auch nichts anderes sagen, er hat ja gar keine Ahnung. Wir haben das lange vorher geübt, die Mädels haben uns gesagt, was dürfen wir sagen, was dürfen wir sagen, was dürfen wir nicht sagen, also... Genau. Wir versuchen, das Richtige zu sagen. Ja, genau. Ich meine, wir sind immer ein Marlon Marlon. Ne? Wir fahren jetzt gleich in die P-Bar. Hieß ja damals Phoenix Bar. Und ich habe mir sagen lassen, dass die Party da richtig abgeht. Freust du dich schon? Ich freue mich tierisch. Vor allen Dingen, ich arbeite ja gerade an meinem neuen Album, was jetzt bald rauskommt. Und ich habe mich so ein bisschen zurückgezogen, was ganz gut war. Und das kickt. Also es gibt dann den totalen Kick, wenn man jetzt mal wieder unterwegs ist. Mal ein paar gute Leute wieder, trifft dich zum Beispiel. Das ist ein geiles Gefühl, ich freue mich, ist geil. Schöne Stretch-Limo, schöne Frau. Das heißt, wir sind persönlich verantwortlich dafür, dass du heute Abend Spaß haben wirst, um dich ein bisschen abzulenken, weil das macht kreativ. Und kreativ bist du in letzter Zeit gewesen, das habe ich mir sagen lassen. Nicht nur von dir, sondern auch von anderen. Du arbeitest an deinem neuen Album. Kannst du uns schon irgendwas davon erzählen oder ist das noch top secret? Ich kann darüber erzählen, also ich schreibe die Songs selber, es wird sehr gitarrenlastig, es wird sehr rockig werden und die Fans, die zu mir stehen, die können sich drauf freuen. Du produzierst leider nicht in Hannover. Wir haben ja auch ein großes Studio hier mit dem Peppermint Park, aber ich habe mir sagen lassen, du produzierst in Hamburg unter anderem. Stimmt das? Nee, in Hamburg stimmt nicht. Ich war in der letzten Zeit in Dormagen. Zwar habe ich Songs mit Tom Albrecht, den sollte man mal erwähnen. Es ist ein sehr, sehr guter Schreiber. Schreibt für ganz viele andere Leute auch, also für Christina Stürmer auch. Und das ist ein sehr, sehr guter Mann, mit dem habe ich geschrieben. Aber es sind auch sehr, sehr viele Ideen von mir da, was mir sehr wichtig war. Und es war mir sehr wichtig, dass man so von den anderen Sachen, die ich früher gemacht habe, so, dass man so von dieser Milchbubi-Geschichte mal so ein bisschen wegkommt. Dass die Leute sehen, Marlon ist da irgendwie so, wie er lebt und da ist. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Weißt du, und das ist wichtig. Viele Leute verbinden dich aber trotzdem nach wie vor noch mit dem Song Lieber Gott. Ich meine, das war ein absoluter Erfolg in Deutschland, deswegen so haben wir dich lieben und kennengelernt. Sag uns doch, wie kam es damals zu diesem Song? Kurze Zusammenfassung. Es war damals, es ist lange her, 14 war ich da, ich hatte damals einen Plattenvertrag bei Sony, war unter Sony. Wie war das? Peter Maffay hatte die Idee, mit Lieber Gott eine große Sache zu machen, Flutopfergeschichte, bla bla bla, und dann kamen die ganzen Leute dazu, Nena, Udo Lindenberg, die hatten da tierisch Lust drauf, für Dresden zu spenden, und da ist das gekommen so. Also es ist jetzt schon ein bisschen lange her, deswegen, aber es war damals eine sehr gute Sache. Was hältst du persönlich von den Topstars wie Nena und Peter Maffay? Du hast sie alle kennengelernt, im Studio mit denen zusammengehockt. Geht man da ganz locker um? Ist das ganz seriös oder wie handelt man das? Das sind super Leute. Ich persönlich habe in letzter Zeit wenig Kontakt mit den beiden. Ich hoffe, es geht den beiden gut. Hier mal kurz Gruß an Nena und Udo. Ich hoffe, es geht denen gut. Ich persönlich habe jetzt gerade nicht viel Kontakt mit den beiden. Aber wir werden uns bestimmt demnächst bald wieder sehen. Du singst hauptsächlich Deutsch in deinen Liedern. Welche persönlichen deutschen Stars gefallen dir? Oder wo sagst du, da habe ich Respekt vor oder so, ich wäre gern so wie er? Oh, das darfst du mich nicht fragen. Darüber können wir mal ein anderes Mal sprechen. Das dauert ein bisschen zu lange. Ich kann persönlich sagen, Xavier Naidoo ist natürlich, braucht man nicht viel zu sagen, ist für mich in Deutschland der Beste. Es gibt in Deutschland, tut mir leid, kann ich wenig zu sagen, wenig, was mir gefällt. Muss ich leider dann sagen, behalten wir das. Du ist für mich einer der Größten, danach wird es ein bisschen dünner. Dann behalten wir das mit dem inoffiziellen Fan von Tokyo Hotel, behalten wir für uns. Ja, das Hotel. Ich meine, es gibt natürlich so Leute wie Tokyo Hotel, die sind jung und ich persönlich, meine Musik ist nicht, aber ich kenne die Jungs, die sind super drauf und ich glaube, wenn die noch so ein bisschen dahinter kommen, machen sie auch mal geht. Ich glaube, dann werden die ganz groß. Sie haben ja gerade in Frankreich sehr viel Erfolg, wie ich gehört habe. Eine Frage noch. Wie stehst du zu Deutschrap? Deutscher Rapmusik? Deutschrap? Ich hab gehört, dass du im zusammen mit Sido aufgetreten bist. Ich hab's irgendwo gelesen, ich weiß nicht, war es The Dome oder auf irgendein Festival, zusammen mit Sido. Auch persönlich kennengelernt, irgendwelche Leidenschaften zu irgendwelchen Deutschrappern?
Ah, Sido. Ja, meine Musik ist es jetzt nicht, aber ich meine, das hat sich total, ich meine, Rap wird überall gehört und so. Ich kann da wenig zu sagen. Meine Musik ist es nicht, aber ich meine, ich glaube, mit den Jungs kann man super viel Spaß haben und gerade mit Sido. Ich habe den kennengelernt und so, ist ein super Typ. Und ja, man ist ja so im eigenen eigentlich so eine ganz große Familie. Ich meine, ist jetzt eine andere Geschichte. Wie gesagt, wir können mal gerne nochmal darüber reden. Dauert jetzt ein bisschen zu lange. Wir werden das gleich auf jeden Fall noch ein bisschen intern ausplaudern. So die Geheimnisse der Deutschrapper. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß heute Abend. Ja, werden wir haben. Okay. Mir fehlen die Worte. Ich brauche jetzt einen Donker.